Also Greta Thunberg aus Schweden hat es ja geschafft, ich glaube, zu der wohl einflussreichsten Jugendikone seit den Beatles zu werden und das nur in einem Jahr. Das ist eine beeindruckende Leistung. Ich glaube, dass wir jetzt aber anfangen müssen, dieses sehr komplexe Thema Klima, Klimawandel sehr viel gründlicher zu verstehen als bisher. Ein Jahr Fridays for Future war für mich eine riesengroße Inspiration und absoluter gesellschaftlicher Durchbruch. Noch nie waren die Klimathemen so stark auf der Agenda wie heute und Fridays for Future hat dafür gesorgt. Die Bilanz von Fridays for Futures, muss man erstmal sagen, à la Bonheur, einem politischen Thema wieder solche Dringlichkeit zu verschaffen, das ja ein bisschen verschwunden war. Was muss gesellschaftlich passieren, kann ich nicht sagen oder will ich auch nicht sagen, weil das ist gar nicht meine Aufgabe, jedenfalls nicht als Journalist. Die Rolle der Medien in Bezug auf den Klimawandel ist für mich insofern etwas schwierig einzuschätzen, weil ich selber aus den Medien komme und selber seit Jahren mich daran abarbeite, wie wenig die Medien es begriffen haben, Geschichten vom Klimawandel so zu erzählen, dass die Leute sich davon nicht abgeschreckt fühlen, sondern mitmachen. Und wir sind heute hier in Hamburg, weil wir eine Show entwickelt haben und das heißt Volle Halle. Und Volle Halle gibt es unter anderem, weil wir als Akt der Notwehr gesagt haben, wenn die Medien so verschnarcht sind in diesem Umgang mit der Klimakrise, dann fangen wir eben selber an. Wir haben viel erreicht. Wir haben es geschafft, diese Debatte zu prägen, zu leiten, auch zu dominieren im Teil. Und was wir jetzt noch vermissen, worauf wir warten, das sind die politischen Konsequenzen.